Akku leer. Saft alle. Mal trinken. Da knallst du so schöne Lader drauf und dann musst du einpacken, ne? Ja, aber ist halt so, ne? Bastelstunde mit Christoph. Ja. Art Attack. Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Kennst du es noch? Nee. Super Art Attack. Sollen wir es verlinken? Togo. Togo? Ja. Art Attack. Nicht meine Zeit. Ja. 5 Jahre Unterschied. Was ist das für ein Blech? Hol mal unseren treuen Zuschauer ab. Laderschutz. 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 Oha. Lademanufaktur. Ja. Nee. Alter, was soll ich da jetzt sagen, Mann? Ich will es schaffen. Das mache ich mit dir noch. Ja. Basti, was sagst du? Die halten mich da raus. Okay. Basti ist raus. Geh wieder raus. Boschi, was sagst du? Ja, ich bin auch raus. Wo ist er denn? Boschi! Komm mal ins Erdhörnchen. Bist du wieder schlecht? Was eine tolle Arbeit. Gibt nichts Schöneres. Absolut nicht. Das ist wie Geschenke einpacken. Nur 10-mal so schlimm. Aber es wird. Könnte zumindest schlimmer sein. Ja. Gucken wir mal so, was der andere lange macht. Speise. Trifft sich gut. Hau ab, Alter. Fakta. Was liegt denn? Badewanne bauen. Turboschutz, Junge! Ja? Ja? Ja. Schön, hä? Farbe stimmt schon mal. Mhm. Ja. Ja. Sicherheitsvorrichtung. Reglement getreu. Ganz wichtig. Man könnte einfach eine Kiste drum machen, das Ding mit Beton ausgießen, dann kommt das gleiche raus. Aber wir machen es anders. Ja. Man Mut hat Mut. Man Mut hat Mut. Ja, moin. 2 mm Stahl. Ja. Machen wir. Kuckuck. Was machst du? Bastle? Bastelstunde. Bastelstunde. Art Attack. Ja. Ja, sicher. Erstmal eine Schablone. Bisschen Glitzer drauf. Mhm. Ein Einhornstaub. Mhm. Die Geschenke einpacken.
Nur noch behinderter. Nein, also eine schlimmere Arbeit gibt's nicht. Warte, ich komm mal rüber. Komm mal ran hier auf den Meter. Ja. Außen. Außen. Und innen. Außen und innen. Ja. Mhm. Aber es wird. Es wird. Eigentlich schade, dass man so ein schönes Turbo-Kit in 2 mm Blech einpackt. Da knallst du so schöne Lader drauf und dann musst du einpacken, ne? Ja, aber ist halt so, ne? Naja. Schade. Wird spannend. Schade, Marmelade. Was geht? Passt was nix. Warum? Ja, doch zu viel drauf gelassen. Hm. Aber lieber schneide ich zweimal weg, wie einmal zu viel. Clever? Ja. Na, aber mal gucken, was der Wick-Praktikant macht. Hey, schicke Frisur. Schönes Gesicht, braucht Platz. Ja, nicht da, Alter. Ja, so, jetzt aus. So sah es aus, bevor man die Elektrode schleift. Ja, da wird es dann besser. Ja. Man lernt nie aus. Naja. Wäre auch schlimm, wenn. Naja. Was ist das? Ja, die andere Seite. Alles hier. Warum? Ja, weil der Streifen nicht mehr hergreift. Machen wir es halt zweiteilig. Was? Da. Was machen wir denn zweiteilig? Ach so, ja. Ja, der Laderanschutz. Der Laderschutz an sich ist eine mehrteilige Geschichte. Und damit das nachher vernünftig reglementtechnisch funktioniert, muss das ja verschraubt werden. Da kommen mal überall noch Löcher hier rein und dann schöne M8-Schrauben überall. Aha. Damit das schön schwer wird. Mhm. Gut. Weitermachen. Cool Boy. A few inches later. Ah, ja. Oh, Akku leer? Saft alle. Mal trinken. Immer eine Chance. Ja. Sieht ja schon mal nicht ganz verkehrt aus. Oder was? Oder eine? Nein, das ist kommentarlos. Film mir zu viel Werkstatt, hier sieht es richtig, richtig wild aus. Ja, richtig assi, ne? Richtig wild. Also wenn ihr denkt, richtig wild, dann... Hier wird aber auch richtig gearbeitet. Oder? Also... Mhm. Wo sind wir denn gerade so? Wir stellen mal wieder fest, dass Edelstahlblech bohren richtig scheiße ist. Mhm. HSS regelt. Ja, wo sind wir? Sieht ja schon sehr fortgeschritten aus hier. Eigentlich haben wir das meiste. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, also wir haben mal links und rechts dieses Blechgefuddel da. Ja. Muss natürlich zu sein. Wir haben jetzt links und rechts zu, vorne zu. Dann haben wir diese zwei Hauptbleche. Ja. Jetzt machen wir die fest. Das ist fest. Also untenrum ist alles fest. Das muss alles nachher noch sauber ausgeschnitten werden. Da gibt es ja Vorgaben, wie groß der Luftspalt sein darf. Blablablub, auch hier oben an den Ladern. Jetzt machen wir das vordere und hintere Blech hier jeweils mit einer Schraube an den unteren Blechteilen fest. Richten das aus und dann kommt einmal hier der große Deckel drauf. Mhm. Das ist auch nochmal lustig. Richtig geil. Ja, gut. Und dann ist aber gut, Udo.
Thousands of tears later. Doch, Mensch. Digga. Oh, Digga, drück ihn rein. Das muss drücken im Gesicht. Das Ding ist, für die 30 Löcher brauchst du wahrscheinlich, musst du 15 Mal nachschleifen. Mit Geschwindigkeit? Nein. Das haben wir, VC. Oh, die Späne kommen gut. Zum Schluss, da drückt er immer ein bisschen. Ja. Die kennen die letzten 5 Säbel. Oh ja. Der zweite Gang, der muss dann sein. Ich hasse Edelstahl. Da gibt nichts Schlimmeres als Edelstahllicht bohren. So schön es auch aussieht, ne? Na gut. Ja, oder Filmschalt. Und jetzt? Bitte? Und jetzt? Für? Wie? Deckel mal. Ach so, okay. Malaga. Ja, ganz schön anstrengend. Alter, was eine Maloche. Naja, aber fürs Erste. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wenn man es mal mit der Schablone vergleicht, dann. Ja, kann man es für den Anfang mal so lassen. Das passt. Jetzt die zweite Seite noch. Den anderen Radius und ja. Dann wird das wohl. Zwischenstand. Und? Und? Was sagt das Schätzeisen? Reglement schreibt vor maximal 75 mm Lochabstand. Okay. Um sicher zu gehen, machen wir 72. Mhm. Sicher. Ja, eben. Nice. Nice. Laderschutz. Laderschutz. Dinge, die die Welt nicht braucht. In nomine Mundi Patris. Das ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja. Wird so voll hier vorne, was ist da los? Ja, ein Kleiderschrank eingebaut. Der ist auf Prostock umgestiegen. Nur noch ein Rohr. Ja, das andere ist gerade unpässlich. Im wahrsten Sinne. Ja. Ja. Ja, Wochenziel oder
Quartalsziel, wie man es nennt, erreicht. Quartal. Du musst auch eine Karte stecken, oder? Jetzt gibt es erstmal Bonus. Ja, sieht auch wild aus, also die Woche war hart. Aber extrem hart. Jo, jegliche Abstellfläche ist völlig benutzt. Film da bitte nicht so hin. Okay. So, kommen wir zum Wesentlichen. Zum Wesentlichen. Ja, ich sag mal, im Groben ist alles dran. Es gibt noch ein paar Feinheiten, die müssen noch ergänzt werden, aber es ist eingepackt. Hat eigentlich zum Schluss dann ganz gut funktioniert. Erstmal alles grob dran gehalten, dran gemacht, geheftet, dann verschweißt. Ja, und das ist halt, dass das sauber passt. Naja, das war jetzt schon auch ein bisschen eklige Arbeit, aber ich denke, es geht. Mecklemore schreibt vor, wir dürfen hier überall 25 mm Spalt haben. Das heißt, das muss jetzt alles nochmal sauber. Jetzt ist es fix, wenn es dann 100% dran ist, dann wird das alles nochmal sauber nachgeschnitten, dass die Öffnungen ordentlich aussehen und dass das passt. Ja, da muss ein paar Sachen verschliffen werden, dann wird das irgendwann mal schick gemacht. An den Auspuffrohren müssen noch, wie sagt man da so, Zuganker dran. Ja. Das fehlt noch. Also wir haben ja, wer es gesehen hat, in dem anderen Video, wir müssen ja diese Axialpins mit den Kreuzen verbauen. Die sind dann ja irgendwo da drin und nur mit einem V-Band geklemmt. Und jetzt muss quasi nachher noch, wie erklärt man das am besten, auf den Laderschutz drei Winkel. Zuganker winklig. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das muss quasi noch mit verschraubt werden, dass, falls das V-Band nicht hält, der Auspuff nicht weg kann, beziehungsweise der Schutz nochmal fixiert ist. Das muss jetzt noch dran. Dann muss das hier noch ausgeschnitten werden. Da muss noch, mal gucken, was das Reglement sagt. Da muss vielleicht noch eine Halterung dran. Ja, und dann muss ein paar von den Überständen noch abgeschnitten, getrimmt werden. Und dann ist eigentlich gut. Dann haben wir unser Soll erfüllt. Dann ist der Laderschutz in 2 mm Edelstahlblech fertig. Nice. Genau. Ja, und dann war ja noch... Genau, Zündung. Hatten wir im letzten Video, wie weit waren wir denn da? Ja, die ersten... Ich glaube, es war mal dran gesteckt. Das ist mittlerweile auch fertig. Das Nockenwellenrad ist wieder drauf. Der Halter ist dran. Wir haben es auch mittlerweile ein bisschen hübsch gemacht, weil das hier hinten ja alles verschraubt wird und eigentlich nicht mehr ab soll. Deswegen ist es jetzt dran. Die Abstandsklötze sind gemacht worden, das heißt, das passt. Und der Riemen sitzt auch sauber drauf. Zwei Spannrollen hat es diesmal gegeben. Genau, und das Coole ist halt, ja, man macht die vier Schrauben auf, kann es nach unten schieben, Riemen ab, fertig. Und vorher war das halt ungünstig, hatten wir glaube ich auch im Video gezeigt. War das am Ansaugkrümmer mit dran, der war ja vorher etwas größer gehalten, mit längeren Trichtern. Das hat uns nie so gefallen, weil das doch ein bisschen mehr arbeitet. Das ist im Kopf mit dran. Das sollte besser funktionieren. Genau, das ist eigentlich fertig. Und dann Baustelle für erstmal aufräumen. Erstmal wieder Ablagefläche schaffen. Genau, und dann jetzt die nächsten Steps werden, also man kann jetzt tatsächlich sagen, mit dem Laderschutz, das ist noch ein bisschen, also da gehen bestimmt auch nochmal 2-3 Abende drauf, bis das so ist, wie es dann final sein soll, bis uns das gefällt. Aber damit sind eigentlich die größten Baustellen, kann man sagen, abgeschlossen. Haube müssen wir nochmal draufsetzen, da wissen wir jetzt noch nicht, also das wird auch eine enge Kiste. Kann sein, da muss man noch ein bisschen nacharbeiten, aber... Hey, es wäre ja langweilig, wenn immer alles gleich passt. Nur tatsächlich sind die größten Baustellen jetzt abgeschlossen. Was noch fehlt ist, Kri hat schon angefangen, der Filter für das Turbo-Setup. Wir fahren da diese Viertel vor eins. Diese Plattensiebe. Plattensieb. Wir fahren Filter mit so Sieb. Warte. Sag mal. Warte. Dieses One. Ja, da fehlt halt das Sieb.
Ja, da kommt einfach so ein 60 mm Sieb rein, da brauchen wir jetzt keinen zu holen. Gibt ein schönes Video dazu. Gibt so ein Video. Tech-Corner-Video zur Filteranlage und Ölkreislauf bei unserer Kiste. Könnt ihr euch das reinpfeifen. Da ist der kleine, so ein 6 Zoll Filter fürs Turbo-Setup schon verbaut. Das wackelt noch ein bisschen, da muss noch was gemacht werden. Auf der anderen Seite kommt der große, der 9 Zoll dran, den ihr gerade gesehen habt. Das ist noch ein Thema. Dann müssen die Zündverteiler, nicht die Zündverteiler, die sind hier, die Zündspulen hier vorne noch dran. Genau, das gibt dann hier noch so ein bisschen Gewurschtel. Wastegate kommt wieder dran. Und dann haben wir eigentlich so, ja, dann geht es irgendwann auch Richtung Hydraulik müssen wir noch machen ein bisschen. Die Lenkung noch mal optimieren. Ja, und ich denke, dann kann bald, oh, ist auch nicht, einen richtigen Plan haben wir. Dann gehen wir nochmal durch, machen eine schöne Liste. Ja. Genau, und dann, ja, da muss man sich überlegen, wo legt man Elektrik, wo setzt man die MSD, die Zündbox, die muss irgendwo im Fahrerstand verbaut werden, aber natürlich so, dass man da A drankommt und B, dass die Pedalerie da nicht irgendwie im Weg ist. Früher hatten wir das vorne unten verbaut, das wollen wir dieses Mal nicht mehr, das soll mit nach hinten, weil es einfach besser ist. Genau, und dann muss das Ding irgendwann, Kotflügel ist noch ein Thema, da werden wir uns jetzt die nächsten Wochen, jetzt ist erstmal Urlaub, aber dann danach werden wir uns dann die Kotflügel machen, dass der Fahrerstand dann soweit fertig ist. Und dann kann eigentlich zum Beispiel die Hinterachse wieder auseinander, die muss nämlich noch nadelgelagert werden, die Außenplaneten auch. Genau, da muss noch ein Wellenschutz gemacht werden an der Hinterachse, vom Getriebe zum Differential. Ja, und dann das ganze Geraffe hier noch verschweißen, das frisst auch Zeit. An der Abgaskrümmer, Ansaugkrümmer, die Brücke ist verschweißt, aber hier die ganzen Rohre, das ist alles nur geheftet. Das muss noch fertig gemacht werden. Ja, ja. Ah, Seitschutz, also diese, wie sagt man da, diese Motorschutzbleche. Wir müssen Motorschutzbleche fahren, weiß ich nicht, 6 mm Alu, 5? Weiß gar nicht, muss gucken im Reglement. Ich glaube 4 mm Stahl oder 6 mm Alu, irgendwie so. Das muss noch dran, da müssen wir noch ein paar schicke Halter für basteln. Die Liste ist lang. Die Liste ist noch lang. Ja. Aber wir kommen voran. Das war so ein bisschen, ja, Angst, nicht Angstthema, aber so eine Arbeit, die man nicht gerne macht. Macht auch keinen Spaß, aber dafür ist es okay geworden. Zumindest der beste Turboladerschutz, den wir bis dato gebaut haben, auch was Montagefreundlichkeit angeht. Ja. Jo. Ansonsten natürlich, wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne raus. Wir versuchen die immer so gut es geht zu beantworten. Schreibt uns. Vielleicht können wir auch mal wieder ein Tech-Corner-Video raushauen. Da haben wir auch noch ein oder zwei Themenfelder. Ansonsten, schöne Pfingsten. Ich schätze mal, das Video kommt nächste Woche nach Pfingsten. Habt schöne Pfingsten gehabt. Wir wünschen euch, was kommt dann? Frohen Leichnam für die den Feiertag haben. Genau. Haut rein, stay tuned, viel Spaß. Abonniert uns. Seid gut drauf. Naja, passt. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Ciao, tschüss. Hoffe die Ehre.